Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Badminton Kings VR. Ich spiele das Ganze mit meiner HTC Vive. Hier hinten ist schon mit dieser spiele ich es. Ist ein Badminton-Simulator. Hier gibt es verschiedene Rackets zur Auswahl. Die hier sind alle noch gesperrt. Ich habe es schon kurz angespielt, darum sind auch die oberen hier schon freigeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem spielen will, einfach länger draufhalten und schon kann ich mit dem spielen. Das ist aber nur kosmetisch. Hier sieht man auch, die hier werden freigeschaltet, wenn ich den Level 4 Gegner besiege. Die hier werden freigeschaltet, wenn ich den Level 5 Gegner besiege. Wir fangen aber klassisch mit dem Level 1 Gegner an und arbeiten uns sukzessive hoch. Okay, so sieht das Ganze aus. Durchaus nett, wenn man hier die Leute so sieht, das Stadion. Schön. Gegen CPU. Okay, los geht's. Hier stehe ich. Player serving play. Es ist so, es bewegt sich der Spieler von selbst. Man muss nur hier nehmen und aufschlagen, beziehungsweise dann später auch nur auf den, was ist das, Ball, Federball, wie sagt man da, auf das Ding draufschlagen. Wenn möglich, nicht ins Out. Aber das werden wir gleich sehen. So. Das läuft schon gut. Und man sieht auch vielleicht, ups, ich sollte nicht sprechen und spielen gleichzeitig. Man sieht auch, es ist wirklich auch ziemlich genau. Das heißt, ich kann jetzt hier einen leichten machen, dann geht er nicht so weit. Okay. Und ich kann auch daneben schlagen. Geht alles wunderbar. Oder zum Beispiel, ich will jetzt nach rechts. Ich will jetzt nach links ins Out. Damit wir das auch gesehen haben. Und ein Satz geht bis 6. Also bei 6 ist Schluss. Und ich habe schon gemerkt, ich mag die hohen nicht, weil ich mit der Entfernung hier noch zum vom Schläger nicht klarkomme. Das sieht man hier. Okay. Nicht zu hoch. Genau. Und das, hier hat man gesehen, wenn das Ganze so blau wird, dann springt er. Das zeigt an, dass der Spieler springt. Und es gibt auch ein bisschen Slow-Mo. Alles noch gut, aber wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist der erste Satz verloren. Okay, das wollen wir vermeiden. Jawohl, 5-5, das ist jetzt quasi, ich kenne mich eigentlich bei den Regeln nicht so aus, ich war früher mehr der Tennisspieler, also das ist wie beim Tennis Einstand, der nächste Gewinn bringt Vorteil und dann hat man den Satz gewonnen. CPU, Advantage, Vorteil, Gegner. So, das wollte ich zeigen. Oh. Okay, und ein Spiel geht über zwei Sätze. Den ersten habe ich mal verloren, ist aber nicht tragisch. CPU so, serving play. Los geht's. Jetzt machen wir kurz einen Prozess. Player serving play. Los geht's. Ja. Und das Ganze geht wirklich mit der Zeit
in die Arme. Oh. Weil man ja wirklich hier richtig durchzieht. Und man sollte auch genügend Platz im Raum haben, weil sonst einiges kaputt werden kann im Eifer des Gefechts. Wow. so wie bei mir jetzt. Aber es ist nichts zu Bruch gegangen. Zum Glück, ich sollte nicht springen. Ich habe eine relativ niedrige Decke hier. Oh, danke schön. Und somit kann ich hier oben meine Lampe erwischen. Aber die ist zum Glück sehr stabil. Und man sieht, auch mit Gefühl kann man hier punkten. Mal nach hinten drängen und dann einen leichten. So sieht's aus. So, jetzt noch kurz den dritten Satz gewinnen. Ich bin am Zug bzw. am Ball. Jawohl. CPU serving play. Okay. Komm. Man kann auch so richtig. Oh. Richtig mit Gefühl, langsam spielen. Das geht auch. Aber am besten fährt man, wenn man ein bisschen die Schläge variiert. Mal lang, mal kurz. Mal links, mal rechts. Oh. Und wenn es geht, nicht ins Out. Dann klappt es auch mit dem Gewinnen. Ja. So, 3 Punkte vom Sieg entfernt. Freu dich nicht zu früh. CPU serving play. Ja. 4, 3. Das funktioniert in den höheren Schwierigkeitsgraden auch nicht mehr so gut wie hier. Hier kann man ja wirklich wunderbar out. Ins Out. 4, 4. Wunderbar den Computer reinlegen. Ja. So, Matchball. Deuce. Oh. Ach. Das war jetzt knapp. Okay. Konzentration. Player Advantage. Puh. Nicht, dass ich jetzt gegen den Level 1 Gegner hier verliere. Das wäre fast ein wenig peinlich. Ja, sie traut sich nichts. Oh. Das war nicht so gut. So, und jetzt nochmal. Bonk. Ah. Jawohl. Acht zu sechs. Klar gewonnen. Und hier geht es auch gleich weiter mit dem zweiten. Mit dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Player serving play. Ja, und eigentlich ist das soweit das ganze Spiel. Es ist halt Badminton. Und man hat natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt aber nicht verschiedene Arenen oder Turniere oder ähnliches. Also es ist immer nur ein Spiel auf 2 gewonnene Sätze gegen einen Gegner. Aber für so zwischendurch richtig nett und ein gutes Workout. Weil man sich wirklich
körperlich betätigt. Und man hört vielleicht, ich komme schon ein wenig aus der Puste. 5-0. Zu 0 habe ich noch keins gewonnen. Vielleicht ist das jetzt Premiere. Out. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Satzball. Wie gesagt, mit den Hohen habe ich so meine Probleme. Erster Satz geht an mich. Das gefällt mir gut. Der zweite wird noch deutlicher werden. Das ist befriedigend, wenn er springt. Das gefällt mir. Also was genau das auslöst, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mir gefällt es, wie es gemacht ist. Okay. Und schon wieder. Rams. 3-0. Jawohl, 4-0. Ihr fotografiert den Falschen. Hier. Hey. So. Oh, der ist out. Ja. Nicht zu null. Aber wollen wir nicht gierig sein? Ein, zwei Punkte bekommt er auch. Und wieder. Zack. 5-1. Matchball. Ja. 6-1. Das ist gut so. Und hier sind wir schon beim dritten. Der ist natürlich jetzt nochmal ein Stück härter. Also, es erweckt den Anschein, dass der Level 2 Gegner nicht stark wäre. Aber dem ist nicht so, also der ist schon stärker, aber ich bin einfach besser ins Spiel gekommen jetzt. Zu Beginn habe ich immer meine Probleme. Okay, aber viel Chance hat er jetzt auch nicht. Okay, dann muss man sogar den Smash hier zielen. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass er den zurückbringt. Okay. Jawohl, 5-1. Und schon wieder Satzball. One. 6-1. Satz 1 geht an mich. Wunderbar. Player serving ja, mach ich auch. So. Ah, das ist schon schneller. One. Low. Player serving play. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe zwar ein relativ großes Feld zu spielen, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich an die Spielgrenzen komme. Also ich wandere schon auch herum. Jawohl. Puh. Jetzt ist dann die Zeit gekommen, wo ich richtig außer Puste bin. Oh, das war nicht gut. Monk. Ah. Ja, freu dich über den einen Punkt. Ich hoffe, es bleibt bei dem einen. Boah, daneben. Da hat jetzt einer gelacht. Da hat jetzt ein Zuschauer gelacht. Der
soll man bis zu Level 4 kommen, 3 kommen. So, Matchball. Ah, jawohl. Okay, so weit war ich noch nie. Muss ich auch dazu sagen, man muss nicht das alles am Stück spielen. Das ist jetzt Level 4. Man hat, wenn man gegen einen gewonnen hat, natürlich das nächste Level. Oh, das nächste Level freigeschaltet und kann somit auch immer wieder hier anfangen. So, ich spiele nochmal. Oh, okay. Einen ganz lockeren Ballwechsel. Nach oben ein bisschen. Wumm. Oh. Okay, jetzt. Nochmal ein bisschen locker ausspielen. Ja. Oh. Da war jetzt das Problem, dass ich weiter zurückgegangen bin und somit nicht mehr an den Ball gekommen bin. Ja. Schön geht das. Aha. So sieht's aus. Oh. Der hat ein Loch, der Schläger. Und. Ah, jetzt habe ich mich zu wenig bewegt. Bewegen, bewegen. Oh, der kann das auch. Das passiert, wenn man zu hoch spielt. Okay, ich lasse es hier bei. So, und man sieht jetzt, dadurch, dass ich Level 4 freigeschaltet habe, hier sieht man nochmal die vier Gegner. Das ist der fünfte. Oh. Und jetzt könnte ich hier mitspielen. Oder. Hiermit wird jetzt am Spiel als solches nichts ändern. Es sieht halt einfach nur witzig aus. Wie gesagt, das dürfte alles nur kosmetisch sein. Das werden wir jetzt noch kurz verifizieren. Aber ich denke, das passt so. So. Oh. Es klingt doch. Klingt doch anders. Oh. Aber es ist jetzt nicht so, dass es durch die Krümmung hier etwas anders ist oder so. Also, spielen tut es sich gleich. Es sieht halt einfach nur cool aus. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. One, three. Ciao, ciao. Player serving play.